Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Yvonne Gebhardt. Ich bin Dentalhygienikerin aus München und ich zeige euch heute die Anwendung von den Titanimplantatküretten und Scaler am Modell. Viel Spaß beim Zuschauen! So, ich habe euch jetzt hier einmal ein Set mitgebracht. Das sind die Titanimplantatinstrumente von Jufridi. Wir haben an der Seite einmal einen Scaler, dann eine Universalkürette und dann drei Gracie-Küretten. Einmal für die Front, einmal für Mesial und einmal für Distal. Ich habe euch das jetzt hier ein bisschen schön aufgebaut, dass ihr das halt einfach von dem Schaft her besser sehen könnt, wie die gebogen sind. Die Implantatreinigung ist natürlich eine sehr komplexe Reinigung. Es gibt verschiedene Arbeitsschritte. Ich zeige euch heute den Arbeitsschritt mit den Handinstrumenten. Dafür habe ich euch zwei Modelle mitgebracht. So, ihr schaut euch bitte auch die Situation im Mund an. Habt ihr gegebenenfalls Gewindegänge, die frei liegen? Habt ihr das Abutment, was ihr seht? Oder auch keine keratinisierte Gingiva? Den Implantatscaler nutzen Sie genauso, wie Sie einen normalen Scaler hernehmen. Sie nehmen ihn in den Federhaltergriff, richten ihn aus, dass der Einzerschaft parallel ist zum Implantatoberfläche und gleiten vorsichtig mit kippenden Bewegungen auf und ab um die Implantatoberfläche drumherum. Auch da bitte dran denken, dass Sie immer wieder adaptieren. Ich persönlich arbeite sehr gerne mit den Titan-Implantat-Instrumenten von Jufridi. Wir haben hier einmal einen Scaler und eine Universalkürette. Das ist dann gerne für supragingival und für die subgingivale Reinigung haben wir hier einmal die Gracie-Küretten. Die sind genauso gebogen wie eine Mini-5. So, ich reinige jetzt einmal eine implantatgetragene Brücke auf. Diese ist hier am Eckzahn bzw. am Fünfer auf dem Implantat befestigt. Wir haben einen Anhänger und wir haben ein Brückenglied. Hierfür nehme ich jetzt die Gracie-Küretten. Ich habe jetzt hier die distale Gracie-Kürette. Und wenn Sie jetzt eine Zahnfleischtasche am Implantat haben, können Sie diese Gracie-Kürette jetzt subgingival hernehmen. Sie nutzen das genauso mit dem Federhaltergriff wie bei einer normalen Gracie-Kürette. Und arbeiten die Oberfläche vorsichtig auf. So, jetzt noch mal ein Tipp von mir, wenn ihr Gewindegänge freiliegend habt. Es ist relativ schwierig, ein Implantat, was einen Gewindegang freiliegend hat, wirklich im Gewindegang zu reinigen. Auch mit diesem Tipp wird es trotzdem schwierig werden, aber ich zeige euch das halt einfach, um eine bessere Reinigung nochmal im Gewindegang herzubekommen. Also, ich nehme zum Beispiel hier die distale Kürette. Normalerweise würde ich jetzt den Einzerschaft parallel zur Implantatoberfläche oder zum Implantat setzen, würde mit der Schneide subgingival über das Implantat rutschen. Habe ich jetzt Gewindegänge frei, rückelt das, das hört man auch. Und jetzt würde ich die Modifikation machen. Ich drehe das Instrument um, das Arbeitsende guckt subgingival, die Schneide ist trotzdem am Implantatoberfläche und ich fahre vorsichtig die Gewindegänge einmal ab.